Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier auf UFOmann LP mit dem Moderator UFOmann aus den UFOmann Studios in Berlin. Ich bin hier mein eigener Chef und wir haben ja letztes Mal irgendwie total verkackt bei Banished. Deshalb wollte ich nochmal neu starten, habe ich schon in den Kommentaren mal angekündigt. Ich habe ja immer noch keine Antwort darauf gefunden, warum sind so viele Einwohner obdachlos, wenn ich zu viel Wohnraum habe. Aber ich glaube, das hat irgendwie was mit dem Balance zu tun zwischen den Arbeitern und den Bauarbeitern da, Laborer und also die Träger und die Bauarbeiter, pipapo, keine Ahnung. Ich habe mal ein bisschen ins Wiki geguckt, ich habe mal ein paar Kommentare von euch bekommen. Alter, du hast ja viel zu schnell gespielt, du musst das alles ein bisschen langsamer angehen und so weiter. Genau das habe ich jetzt vor. Aber wie schon angekündigt, im Hardcore-Modus. Oho, oho, oho. Wie nennen wir denn die Stadt? Hardcore-Modus heißt im Prinzip ja nur, dass ich die höchste Schwierigkeit einstelle. Ach so, da müsste ich ja auch Klima. Krass. Harsches Klima. Ja, lass es uns doch einfach mal probieren. Lass es uns doch mal probieren. Wir werden das Ding mal umnennen und nennen das Ding, UFO-Verbannung. UFOs-Verbannung. UFOs-Verbannung. UFO-Sirien. Sibirien. Sibufo. Sibufo. Nee, Sibufo ist blöd. Wir nennen das Ding einfach mal Heldendorf. Jo, weil hier die Helden leben. So, der Terrain-Typ werden sein die Mountains. Ist schwer. Jetzt könnten wir Small machen. Oh, das macht doch keinen Spaß, oder? Wenn wir Small machen, ist es ja noch schwerer, wa? Ach komm, wir machen so einen halben Hardcore-Modus. Machen wir die Rallies. Groß, aber hier Klima machen wir auf Harsch. Da machen wir die Disasters an. Und die Startoption machen wir auf Hart. So. Na gut, machen wir das Klima, machen wir einen halben Hardcore. Ich werde auch die Folge nicht Hardcore nennen, oder? Nenne ich die Hardcore? Ich nenne die Folge dann halb Hardcore. So machen wir auf mild. Okay, es geht los. Und jetzt werde ich aber mal ein bisschen langsamer spielen. Bisschen mehr überlegen. Mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Übrigens ist da ein anderes Let's Play, habe ich im Auge. Das wird jetzt kommen. Da werden die anderen teilweise wieder ein bisschen runtergeschraubt. Minecraft aber nicht. Aber da ich da von diesem Game, was ich da jetzt entdeckt habe, wieder so begeistert bin, kommen dann natürlich erstmal wieder 10, 20 Folgen am Stück wahrscheinlich. Und die anderen Sachen, die wir dann schon kennen, die werden wir ein bisschen runterfahren, wie auch Banished. Das ist ja jetzt schon die Folge 24. Wir haben jetzt die Spielmechanik. Bei mir ist immer so, wenn ich die Spielmechanik so einigermaßen verinnerlicht habe. Ah, oh, guck mal, die haben ja gar nichts. So, wir fangen jetzt mal an. Hören wir mal auf zu labern. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was sie überhaupt brauchen, meine Leute. Die sagen schon mal, sie haben keine Wohnung. Haben die denn überhaupt irgendwelche Ressourcen? Wo waren das Ressourcen-Ding? Gab es das hier noch? Was gibt es hier? Pfads, okay. Safe Camera Locations. Event Lock, okay, den können wir auch noch nehmen. Und hier war doch noch was, wa? Genau das hier, das war mir sehr wichtig. Ich hatte das ja immer so angeordnet. So. So, Heldendorf. Früher Frühling. 8 Leute haben wir. Wir haben keine Steine. Okay. Dann können wir anfangen. Und zwar mit Steine suchen. So. Ah ne, die brauchen ja Holz, wa? Für Holzhütten. Dann sollen sie jetzt mal ein bisschen Holz erstmal machen. Fällen. Oder lass uns doch mal hier den ganzen Dings hier nehmen. So. Nahrung kann man 1200. Das wird wahrscheinlich ein Winter reichen. Na? Wollt ihr nicht alle? Wollt ihr nicht alle arbeiten?
Ja, ich werde jetzt mal auch nicht auf schnell stellen, wobei jetzt könnte man eigentlich, bis sie da ein bisschen was geerntet haben, können wir schon mal auf schnell stellen. Ein bisschen schneller. So. Die können gleich noch ein bisschen mehr hier holen. Ein bisschen Eisen vielleicht. So. Und das noch. So. So ein bisschen Platz haben. Oh, die brauchen einen Stockpile. Stockpile. Ein Lager. Oder wollen wir gleich so ein fettes Teil hier bauen? Ein Storage bauen. Nö, wir machen erstmal einen Stockpile. So. Okay. Als nächstes brauchen wir ein Haus. Ach so, einen Brunnen brauchen wir auch noch, wa? Falls es brennt. Ist ja teuer, so ein Brunnen hier. Ist schon teuer, wa? Ah, nicht, dass wir den nachher vergessen. Gut, dann machen wir erstmal. Na, wo sind denn die Häuser? Waren die denn hier? Normales Haus? Nö. Haben sie schon wieder Langeweile. Ja, ich sollte die ja immer erstmal fertig machen lassen, bevor ich einen neuen Auftrag erteile. Das Boarding House jetzt machen. Da brauchen wir halt schon Holz für. Für Obdachlose zum Leben. Ach komm, ich mach wieder Holzhäuser. Ich habe in einem anderen Let's Play gesehen. Na, warte mal, so. Ich habe in einem anderen Let's Play gesehen, da hat er zuerst ein Boarding House gebaut. Vielleicht sollten wir doch erst ein Boarding House bauen. Mal probieren. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob es ein Fehler war. Nur, ich weiß, ihr habt Langeweile, wa? Esst nicht so viel. So, hier nehmen wir ein bisschen Holz noch. Und das hier noch. Könnt ihr mal alles abbauen. Die Frage, ob die sich am wohlfühlen in so einem Boardinghaus. Aber nur ein vorübergehender Platz für Obdachlose zum Leben, sagt er. Ach komm, wir bauen jetzt hier vier Dinger. So. So. Guck mal, die brauchen im Moment brauchen die gar keinen Bauarbeiter scheinbar. Also keine Bilder. Nicht mal unterstellen, oder? Ach komm, wir machen mal doch ein Bilder, wa? Oder zwei. Brauchen ja im Prinzip vier Häuser, wa? Können die sich gerade mal vermehren, aber wir brauchen auf jeden Fall auch noch was zu essen. Deshalb werden wir jetzt mal eine Farm hier anlegen. Auf Feld, meine ich. Da wollen wir. Oh, nein, nein, nein. Jetzt habe ich ein. Ach Gottchen, jetzt habe ich wahrscheinlich. Oder wird es noch gebaut? Habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht, weil jetzt habe ich gar kein Saatgut. Das ist natürlich auch extrem ungünstig. Oder brauchen wir hier Farmer? So, wir haben immer noch Obdachlose. Die Farmer kommen, weil ich habe kein Saatgut. Ach Mist, hätte ich mal dran denken sollen. Nee, so nicht. Na? Das war ja schon mal ein schlechter Anfang, ohne Saatgut anzufangen. Eieieiei. Wir probieren mal. Ach, Fischerei fällt mir gerade ein. Oh nee.
Das hatte ich vergessen. Das ist ja im Prinzip das Erste, was man baut. So, drehen wir mal. So, machen wir hier eine Fischerdorf hin. Das Fischerdorf braucht natürlich vier Fischer. Wahrscheinlich gehen auch unsere Nahrungsmittel jetzt gleich zur Neige. Quatsch. Unser Holz hier und so weiter. Wir haben immer noch einen Obdachlosen. Immer noch Kohle für ein Haus. So, bauen wir hier mal noch ein Haus hin. Wir hatten ja 8 Leute, war dann. So, jetzt. Wir haben 8 Leute. So, Fischerhaus. Da brauchen wir 4 Stück Fischer. Machen wir erstmal 2 vielleicht. Die müssen ja dann schon mal ein bisschen was angeln. Jetzt haben wir noch 3 Obdachlose, was ist das Fragezeichen? Ah, das sind welche ohne Job. Okay. Ein Farmer, der aber nichts zu tun hat, wa? Kann man hier schon was machen? Nee, weil wir keinen Samen haben. Och, Menno. Gut, dann können wir die Bäume vielleicht ohne Samen machen. Nee, war auch nicht. Machen wir noch eine Hunting-Kabine. Ach, unser Zeug ist ja schon alle. Wir brauchen, fällt mir gerade auch ein, ja demnächst jetzt auch wieder Feuerholz. Dann sollten wir mal hier weiter zuschlagen. Hier noch einen kleinen Bratzen wegnehmen. Und dann sollten wir auch auf jeden Fall, bevor der nächste Winter kommt, na, wo war das? Hier? Hier ein Bastel, der uns Feuerholz herstellt. So, lass sie mal machen. Schön geduldig sein. Gut, ich habe schon wieder auf Geschwindigkeit 5. Aber wir werden es jetzt so machen, dass wir immer nicht mehrere Sachen bauen, dass wir immer warten, bis sie einen Bauauftrag ausgeführt haben. Ich glaube, so richtig vermehrt haben die sich auch noch nicht, wa? Ach so, ja, jetzt bauen die erstmal die ganzen Bäume ab, bevor sie da mit dem... bevor sie da mit dem Woodcutterer anfangen. So, Obdachlose haben wir jetzt erstmal nicht mehr, das ist schon mal ganz gut. Wir haben aber noch einen arbeitslosen Farmarbeiter, den wir jetzt gar nicht brauchen. Im Moment, den werden wir mal wieder einsetzen. So. Ich kriege ja so ein paar Ressourcen hier zusammen. Was ist denn eigentlich hiermit? Kann ich den irgendwie, kann ich damit was machen? Kann ich den anklicken? Ah, guck mal. Was gibt's denn hier? Fisch, Klamotten und Tools. So. Könnt ihr euch ja nehmen oder was? Okay. Oder muss ich damit irgendwas machen? Nö. Das ist ein kleiner, den können sie noch voll laden. Ach so, hätte ich gar keinen Stock bei bauen brauchen? Nö. Oh, jetzt haben wir Winter. Eieieiei. Das ist natürlich jetzt heftig, wa? Das ist natürlich heftig. Ob die jetzt überhaupt über diesen Winter kommen? Wenn hier gar nicht. Ich habe jetzt wieder zu viele, zu viel beauftragt hier. Ich warte erstmal. Gucken, was sie da machen, wenn sie fertig sind. Oh, Nahrungsmittel 0. Das ist natürlich extrem schlecht. Wahrscheinlich können die im Winter gar nicht so richtig fischen. Nicht mal unterstellen. So, jetzt gibt, werden wir denen hier aber mal eine höhere Priorität geben.
Was, konnte man das nicht eigentlich markieren, wenn man die Priorität machen wollte? War es nicht so? Oder geht es jetzt hier nicht in den Modus? Keine Ahnung. Naja, der wird ja gebaut. Lassen wir den erstmal bauen. So, Essenreserve ist low. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich gar keine Samen habe hier in dem Modus, dann hätte ich natürlich dann doch einen anderen gewählt. Ich kann ja jetzt nicht so lange warten, bis hier mein Händler kommt. Dann müssen wir die Fischer ein bisschen höher schrauben. Bauarbeiter reicht uns erstmal einer, würde ich sagen. Und der hier, oh, wir brauchen einen Woodcutterer. Ein Woodcutter. Zack. Und dann kann der schon mal anfangen zu arbeiten. Wie sieht's hier aus? Können wir hier schon was machen? Nein, weil wir haben gar keine Samen. Das ist ganz, ganz ungünstig. Jetzt kriegen wir wenigstens ein bisschen Brennholz. Okay, Nahrung haben wir einigermaßen. Brennholz haben wir auch ein bisschen. Dann würde ich jetzt mal einen Herbalist bauen. Geld übers hat, meine ich. Würde ich vielleicht sogar mal hier drüben machen. Wo die aber gar nicht rankommen. Deshalb müssen wir erst eine Brücke bauen. Wie sieht denn die Karte überhaupt aus? Ah. Schon empfehlenswert. Hier. Ne, das würde ich als Ressourcen abbauen. Ich werde das mal hier, werde ich eine Brücke rüber bauen. Wie sieht's aus? Holz ist knapp. Eine Holzbrücke. Komm, bau mir eine Holzbrücke hier rüber. So. Gucken, ob sie das hinkriegen. Oh, guck mal, wie sie rennen. Ja, man muss ganz gemütlich immer nur einen Auftrag, einen Bauauftrag nur. Das ist schon mal. Ist man schon ein bisschen auf der sicheren Seite. Naja, auf der sicheren Seite nicht, aber. Ist schon alles ziemlich komplex. Ach so, Wege. Gucken, machen wir mal hier erstmal einen Weg. Da kümmert sich ja dann wahrscheinlich der Bilder drum. Oder auch nicht. Oder der Weg ist jetzt schon da, kostet ja gar nichts. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der überhaupt was kostet, der Weg. Ah, die Brücke ist fertig, schön. Ja. Ja. Jetzt würde ich hier tatsächlich diesen Herbalist, oder wie der heißt, ne, Gate übers hat, dass der uns, sie unser Bären sammeln können. Oh, guck mal, ei, der sammelt da. Im Umkreis könnte man bestimmt auch effektiver machen, war, wenn er hier sammeln würde, aber das würde ich ja als Ressourcen haben. Das hier wahrscheinlich auch, oder? Na, ich mach das mal hier. So. Mal gucken. So ein Haus könnten wir noch gebrauchen. Nein, warten, Ufo-Mann, warten. Ah, doch. Ach doch, der Bilder. Mal hier fällen sich schon ein paar Bäumchen, damit sie da rankommen. Von mir aus können sie hier auch noch ein bisschen. Mal so. Und wie sieht es mit dem Essen aus? Essen geht. Essen geht einigermaßen. Jo, mal gucken, wie weit wir da kommen hier. Oh, Feuerholz haben wir ein bisschen. Wir haben natürlich, wenn wir aufpassen, dass sich unsere Bewohner nicht zu sehr vermehren, sondern dass die paar Männer kicken, die wir haben, erstmal so ein paar Sachen bauen. Dann, wobei, wir brauchen aber dann auch neue Arbeitskräfte. Wa? Wir können ja auch, warte mal, wie war denn das? Wir können noch theoretisch sogar, wenn ich
ich hier die Dinger nur anklicke, war, wie war denn das? So, und dann wenn ich hier... Nee. Nee, so geht's nicht. Ach hier, hier kann ich einzelne... Nee, Iron, okay. Ist egal. Lass sie mal erkannt. Na? Okay. Und wenn der hier Wurzeln sammeln soll, ist es natürlich auch nicht so clever, wieder wegmachen. Den ganzen Wald abzuholzen, war. Dann auch nicht so clever. So, wir dürfen uns halt nicht so viel vermehren, so schnell vermehren. Ah, hier ist schon voll. Dann machen wir noch mehr. Noch ein bisschen Feuerholz auf Vorrat. Kann nicht schaden. Nahrung, das sieht nicht so fantastisch aus. Aber wir hoffen mal, dass der hier, wobei... So, okay Leute, dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es da weitergeht hier. So aufpassen, dass wir schön langsam machen. Und falls euch jetzt schon ein grober Schnitzer oder ein grober Fehler aufgefallen ist, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Mich würde auch interessieren, macht es denn Sinn, wirklich dieses Obdachlosenhaus zuerst zu bauen und erstmal keine Häuser zu bauen? Aber weißt du was? Eins werden wir noch bauen und sonst vergesse ich es komplett, und zwar einen Brunnen. Hier. Falls wir hier eine Katastrophe haben, dass wir da, dass sie dann löschen können. Wahrscheinlich wird der noch nicht mal reichen für einen Brand. Was ist hier los? Hat es schon erreicht, das Fülllimit? Nö. Ach, Holz ist alle. So, jetzt haben wir ja ein, nicht ein Herbalist, sondern ein... Na, wer wird da gebraucht? Ein Geldtuber. Also es kommt ein Geld über. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz, damit sie den Brunnen auch überhaupt bauen können. Nehmen wir es mal von hier. Falls irgendeiner von euch noch Zeit hat, naja, nee. Ja, theoretisch bräuchten wir hier noch eine Brücke, aber so viel Holz, ey. Wir werden nicht mal, warte mal. Ich werde mal wieder runterstellen. 300. Oh, kann man nur 300 oder 400 oder was? Ah, okay. Dann wird ja unser ganzes Holz jetzt gleich wieder zersägen. Ist doch auch nicht so schön. Das ganze Holz, was kommt. Ach, weißt du, dann gehen wir mal runter auf 300. Dann wird er wahrscheinlich aufhören. Wenn er merkt, dass er 320 hat. Aber Holz haben wir immer noch nicht genug. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Holz holen. So. Ich kann schon wieder nicht mehr aufhören hier. 40 Eisen haben wir. Na gut, meine lieben Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich denke mal, mal gucken, ob ich 2 Folgen pro Woche schaffe. Also mein anderes Let's Play, was ich jetzt neu starten will. Aber vielleicht startet es auch nicht nächste Woche schon. Lasst euch überraschen, am Sonntag kommt ja der neue Upload-Plane um 18 Uhr. Da seht ihr dann, was nächste Woche kommt. Oh, meine Leute fühlen sich gar nicht so gut. Na gut. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.